Nachdem es der französischen Flugsicherheitsbehörde gelungen ist, eine verwertbare Audiodatei vom Stimmenrekorder der abgestürzten Germanwings-Maschine sicherzustellen, will die New York Times nun erfahren haben, dass einer der Piloten vor dem Unglück das Cockpit verlassen haben soll. Die Zeitung berichtete unter Berufung auf Auswertungen des Stimmenrekorders, der Pilot sei ausgeschlossen gewesen und habe nicht mehr auf seinen Pilotensitz zurückkehren können. Die Fluggesellschaft Germanwings erklärte in der Nacht zum Donnerstag, das Unternehmen habe keine Informationen der zuständigen Behörden, die den Bericht bestätigten. An Spekulationen beteilige man sich nicht. Auch nach stärkerem Schlagen gegen die Tür habe es aus dem Cockpit keine Antwort gegeben, zitiert die Zeitung einen nicht näher genannten Ermittler. Man könne hören, wie er versuche, die Tür einzutreten. Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 sind Cockpit-Türen nicht mehr von außen zu öffnen.